Und damit herzlich willkommen zurück zu Digimon Super Rumble, liebe Leute. Ja, ich hoffe, die Zusammenfassung hat gefallen. Also, ich habe eigentlich nur einen Gothic-Dino getroffen, habe an irgendeinem Fetischtreffen teilgenommen und habe dann noch so einen rachsüchtigen Geist besiegt. Also, ganz normales tägliches Business für mich. Ich hoffe, dass es dann die letzte Folge von der realen oder Copy Real World wird. Hier ist anscheinend auch eine Mauer. Ja, wir müssen nach da. Und ja, mal schauen, was die Folge so bringt. Auf jeden Fall Tagesziel ist, Myotismon zu besiegen und natürlich Gatomon aus seinen Klauen zu befreien. Ach ja, und in die Digi-Welt zurückzukommen, das ist ja klar. Wir wissen ja, dass das auch ansteht. Die Röhre hier sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. So, jetzt verbringen wir ein bisschen Zeit damit, mit jeder roten, partikeligen Wand zu reden, die es hier so auf der Karte gibt. Finde ich echt toll. Ich hoffe, das ist die letzte. Hallo? Ja. Dann geht's jetzt hier hinten weiter. Zurück zum Treffen der anonymen Analogiker. Hier ist noch eine Wand. Ja. Hier irgendwo? Blind. Kaum nicht gesehen. Biomon will noch was. Und Tentomon. Ach, und Genai ist auch mal wieder aus dem Homeoffice zugeschaltet. Ja, schön, dass du uns wieder beiwohnst. Freut mich. Was steht an? Auf jeden Fall erstmal schöne Items. Und jetzt geht's hier weiter. Nope. Hier irgendwas im Bereich soll aber abgehen. Irgendeine Sache. Ah, haha, hier. Spürhund hat's gefunden. Titi. Mhm. Drei Stück von was? Das scheint hier hinten wohl zu sein. Ah, da ist schon das erste. Was ist das? Ach, ein Autoreifen. Na klar, bauen wir uns jetzt ein Auto aus Ersatzteilen zusammen. Ich frag mich, was da Ludolf dazu sagen würde. Absolut fantastisch. Da hinten ist schon das nächste, aber Sanjiro, gar nicht dumm, guckt sich erstmal hier hinten um. Aha, wusste ich's doch. Ja, so langsam kenne ich doch hier mein Spiel. Das ist immer ein paar tolle Sachen versteckt. Ach, ist wieder ein Reifen. Klar, drei Reifen macht natürlich Sinn. Bei vierrätiges Fahrzeug oder was auch immer. Oder ist es doch was anderes? Ah, ich habe da schon was hinter den Container erspäht. Komm, die Würfel kann man ja mitnehmen, wenn man sie schon mal sieht. Und es keine Umstände macht, die mitzunehmen. Ja, ist wirklich ein Reifen. Ja, da freut sich ja der Reifeisenbank. Und jetzt geht's wohl wahrscheinlich wieder zurück. Ja, na komm, dann teleportiert man sich hier einfach mal. Und da hat sich der Lack. Ja, ich find's auch gut, dass auch wenn du dich auf derselben Map teleportierst, die Ladezeiten halt praktisch nicht existent sind, weil die ja schon vorgeladen ist. Das ist ein schönes Feature. Okay, Tentomon. Was hast du als nächstes für eine Aufgabe? 5 Sachen da hinten. Ja, dann gehe ich da erstmal hin und dann sehen wir uns gleich wieder und ich gucke auch schon mal. So, das war eine schöne Freizeitbeschäftigung, aber da ist endlich das letzte Ding. Das habe ich echt nicht gefunden. Ich habe echt gedacht, mittlerweile weiß ich so ungefähr, wo das Spiel Sachen versteckt, aber nee. Das haben sie echt gut gemacht. Ein paar Werkzeugköfferchen. Okay. Was ich dir aber hier noch schnell zeigen möchte, ist diese 1 nice Omega-Mon-Statue. Die sieht man ja auch auf dem Ladebildschirm. Komm, da gehen wir gleich mal hier hin, wo auch die Tafel ist. Ja, schon cool. Und was ich da auch gesehen habe, ist, da ist ein Dingsi. Aber
ich komme da einfach nicht ran. Also, auch springen hilft nichts. Also, wenn da jemand weiß, wie man da rankommt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und falls du sagst, am Schild, nee, das habe ich auch schon ausprobiert, das so als Rampe zu benutzen. So, ja. Aber geht nicht. Okay, genug rumgehampelt. Ab zurück zu Tentomon. Und ja, wie gesagt, schreib es mir gerne mal in die Kommentare, weil ich will die Würfel doch irgendwann mal alle haben. So in die nächsten 2 bis 3 Jahren. Ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel, oder nicht? Ich denke schon. Gut. T to the Entomon, was geht ab? Das war's. Gut. Ein Stück. Oh nee, das droppen die. Okay, Leute, wir sehen uns in 50 Jahren wieder. Also, bis gleich. Ja, das war gar nicht mal so schlecht von mir geschätzt, die 50 Jahre. Aber ja, da sind wir wieder und endlich geht's weiter. Aber so ist es ja immer, wenn Digimon ein Item droppen soll, dann droppen die erst gar nicht. Und jetzt haben wir Izzy sein MacBook. Das ist ja toll. Und wieder eine Summer-Quest. Yippie-yay! Rein in den Spaß. Mhm. Okay. Boah, jetzt geht das schon wieder los. Okay, es geht weiter. Nein. Es geht's nach da oben. Ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr am Stück zeigen kann, dass man jetzt endlich mal die Sammel und besiege jenes, besiege dieses hinter uns lassen können. Und ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ja, manchmal weiß man nicht, ist es oben oder unten, aber es scheint schon hier oben zu sein. Und cool, wie sie es auch gemacht haben, dass das Digimon da hier einen auch mit reinfolgt. Das sind ja auch wirklich die Maps, die wir aus Digimon Masters Online kennen, ne? Also nur mal so zum Vergleich. Und das sieht jetzt ziemlich nach Bosskampf aus. Ja, nochmal schnell alles hochgeheilt. Und ja, sehr. Ach, nicht schon wieder. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon der 3. Kampf gegen Phantomon. Aber wenigstens auch mal jetzt der 1. in Realtime im Let's Play, glaube ich. Weil ich glaube, den 1. habe ich gar nicht mit reingeschnitten. Ja, und den 2. habe ich ja hier am Anfang an die Folge mit dran gepackt, wenn dann alles klappt. Toll, dass er uns jetzt auch mit seiner Cutscene hier im Let's Play beglückt. Das hat der auch noch gefehlt. Boah, dann denke ich mal, ja, für so Hammer kann man mal buffen. Ich glaube, die wird nicht angegriffen, aber so richtig viel Schaden macht die eh nicht. Also, safe. Die Fürst und ich mache das dann noch schnell fertig und wenn es dann platt ist, hören wir uns gleich wieder. Also bis gleich und dir wünsche ich noch viel Spaß beim Kampf.
Juhu, da konnte ich ihn wirklich gleich beim ersten Mal besiegen. Das ist schön, das ist wirklich schön. Auch wenn es zum Ende recht knapp war, was mich natürlich für den Myotismon nicht wirklich hoffen lässt. Und was ist jetzt? Hallo? Oh, nee. Gut, da ich diesen Kampf wahrscheinlich verlieren werde, kommt jetzt ein Cut. Ja, da habe ich es doch richtig eingeschätzt. Ich werde diesen Kampf leicht verlieren, ganz knapp. Und ich werde mir auch jetzt noch etwas Verstärkung ins Team holen, habe ich mir gedacht. Denn ich habe da mal was vorbereitet. Ja, und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, da sind wir schon wieder bei Pokémon. Denn heute möchte ich dir in Anführungsstrichen nur erstmal Petramon zeigen. Exvemon hatte ich ja schon länger, habe jetzt auch noch Stingmon. Leider werde ich wohl Exvemon opfern müssen, weil es einfach das Schwächere von beiden ist. So geht es natürlich auch, aber wir werden heute diese Variante favorisieren. Ja, also ein Holy Ring noch mit reinschmeißen und das geht doch, Peter. Es tut mir so leid. Oh, mit Wehmann. Sorry, Wehmann. Aber echt wieder eine schöne Animation. Das muss man dem Spiel lassen. Trotzdem schon sehr traurig. Was? Och nee, jetzt ist mir der Bube auch noch mutiert. Okay, dann heißt jetzt Spritze im Po, Mexiko. Kriegst du sogar hier so ein hölzernes Sticky Weiß. Okay, bis gleich. So, ist geschehen. Stingmon ist zurück. Und wie cool sieht denn das bitte schön aus? Angewurmon und Ophanimon Rücken an Rücken. Eins nice Sache. Gut, jetzt geht's wieder los. Hä? Hier geht's. Ach nee, sag jetzt nicht, das gleiche muss ich jetzt nochmal bei Exvemon machen. Okay, dann mache ich das jetzt auch nochmal schnell. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und weißt du was? Ich nehme es als Zeichen von Yggdrasil. Es muss einfach Exvemon sein. Stingmon wird geopfert. Und so ist dann die richtige. Die Story muss so weitergehen. Das ist auch noch eine andere Digi. Eine andere Animation. Ich kann schon nicht mehr reden. Kein klaren Gedanken mehr. Oh, wie schön. Wow. Yo, jetzt haben wir auch Petramon im Team. Also im Team, nicht im Team. Jetzt geht's weiter. Hahaha, dachte ich mir wohl. Ein paar Tage später. Ein bisschen gegrindet. Wir holen uns jetzt auch noch den Dragon Mode, denn ich habe echt gegen Myotismon abgekackt. Also, ja, mal los hier, Digitation. Guck mal, sogar Shenlong dabei. Ja. Geile Sache. Komm, wir gucken uns jetzt auch nochmal das Modell an. Dann wechsle ich gleich mal auf den Dragon Mode. So. Hohoho, ist das groß. Sieht auf jeden Fall cool aus. Okay, weiter geht's jetzt aber wirklich. Ich habe dir jetzt einfach mal den Kampf erspart, aber es hat wirklich geklappt. Dank ein paar guten Stunts und des neuen Digimons konnte ich endlich Myotismon besiegen. Hoffentlich. Oder was ist jetzt? Oh. Nein! Lizardmon! Mach nicht den Piccolo! Ah, gut. Leute, Entwarnung. Lizardmon ist nur wieder betrunken. Ihm geht's gut. Hat nur einen leichten Hangover. Prima. Und ich dachte schon. Ja, der umarmt sich auch noch selbst. Ach, der ist auch schon wieder ready. Ach nee, was? Wie? Hä? Noch eine Runde oder was? Und noch stärker oder wie? Mensch, 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 das Spiel macht was mit uns. Ich sage es dir. Da bin ich ja
echt gespannt, ob das noch was wird. Das gerade war ja schon haarscharf. Ja, ich habe das einfach erstmal alles weggeschnitten hier, weil das sieht nicht so gut aus, um es mal so zu formulieren. Also ich werde den Kampf definitiv verlieren. Ja, gut. Ja, wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen. Deswegen, ich bringe mich noch schnell in Sicherheit, heile nochmal hoch und falls ich dann gewinne, sehen wir uns gleich wieder. So, da sieht doch schön besser aus. Ein bisschen Glück gehabt mit den Stunts diesmal und mit den Attacken, Schaden, Bibapo. Toll. Ja. Okay, alle hauen sie ab. Ich darf nichts machen. Oder darf ich? Ne, ja, doch jetzt. Au, warte. Erstmal das Geld aufsammeln. Ja, die 3000 Bit. Darf ich hier nicht liegen lassen. Gehe ich jetzt wieder runter, dann Teleportation. Ah, und Genai ist wieder über Live-Schalte aus dem Studio mit dabei. Aber wir sind natürlich mittendrin. Statt nur dabei. Denn wir sind wahre Digi-Ritter. Ist doch klar. Nicht so ein alter Sack. Okay, die verpissen sich wieder und lassen mich hier im Regen stehen. Das ist so anscheinend ein wiederkehrendes Schema. Okay, das ist irgendwie auf einer anderen Map oder was? Ach hier. Jo, dann wieder, wie immer, Teleportation. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Mensch, die Narkoleptiker Convention habe ich völlig vergessen. Die liegen hier immer noch rum. Verdammt. Ach, da kommen auch schon die anderen. Das waren die Quest. Level up. Wieder schöne Items. Und habe ich da ein EVP-Chip mit 100% gesehen? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Lilimon, was darf ich für dich erledigen? Ach, 20 von den Viechern. Gut, das war doch angenehm. Wenigstens waren die mal Virus. Das ging relativ zügig. Wieder viel Dialog, den ich nicht verstehe. Und ja, da hinten ist irgendwas oder wie, wieder eine andere Map. Naja, ich gehe erstmal hin, ich habe es jetzt noch nicht gerade gesehen, das Fragezeichen, aber wir gehen mal hin. Und schauen wir nach. Ach, hier. Aha. Anscheinend hier an einem Unfallort angekommen. Oder etwa hier ein Verbrechen begangen. Ah, nee. Ich sehe es gerade. Die haben einen Digi mal angefahren. Ihr Schweine. Habt ihr etwa Fahrerflucht begangen oder was? Jetzt machen wir hier einen noch auf Detektiv. Willkommen bei Digimon Cyber Sleuth. Guck mal. Gabumon und Agumon. Warten schon auf mich, glaube ich. Hallo? Ah ne, der Falsche. Ah, da hinten. Passe ich mit meinem Fettkörper zwischen die LKWs? Ja. Och, sogar auf Hanimon. Ja, Mensch. Die Kollisionserfahrung passt diesmal sogar mal wieder wie die Faust aufs Auge. Und zurück. Ja. Wo führt uns das Fragezeichen denn diesmal hin? In welche komischen Stadtviertel? Ah, Koroman. Na, du kleiner Schlingel. Naja, das ist schon wieder weg. Ach nee, wie sieht's denn hier aus? Ja, klar. Koroman kommt so zu mir und sagt mal, ich soll ein paar Stahlträger beiseite schaffen. Ja, da habe ich gesagt, die 2-3 Tonnen, die hebe ich dir mit einem kleinen Finger hoch. Naja, logisch. Dauert auch nur 4 Sekunden pro Stück. Alles kein Thema.
Ja, gern geschehen. Mhm, der Kadaver liegt hier immer noch rum. Das ist ja toll, den kann auch mal einer wegschaffen. Das fängt irgendwann auch zu stinken. Opa, Zaun. Wer hat den Zaun dahingestellt? Gut, Leute, ich habe eure Stahlträger beiseite geschafft, wie versprochen. Was gibt's Neues? Hm. Wieder nach da hinten. Ist gar nicht mal so weit weg. Wer ist diesmal verschüttet? Aha, eine sehr mystische Gestalt. Ah, wieder ein Kampf. Juhu. Naja, das ging doch ganz gut. Mhm. Ah, Jodis, man hat geschwitzt. Weißt du, diesen Spruch, wenn Leute sagen, Mensch, mir ist so heiß, ich glaube, ich schmelze. Mhm. Genau so ging's dir. Boah. Der Nebel verzieht sich und ein Riesenmodell von Venom Jodismon. Okay, okay. Als ob die einfach hier so ein riesen 3D-Modell von denen hingeschissen haben. Das ist echt keine schlechte Sache. Aha, jetzt soll ich zwischen seine Beine. Wollen wir uns nicht erstmal auf ein erstes Date treffen, bevor ich dir zwischen deine Beine gehe? Naja, okay. Und ist es jetzt wieder so ein gescriptetes Event, was ich verlieren muss? Hm. Weiß ich nicht. Der hat so wenig HP. Und ich mach den eigentlich mäßigen Schaden. Ah ja. Damit hat sich die Frage erledigt. Hoffe ich. Na, mal schauen, ob es jetzt weitergeht, was? Jetzt geht's offensichtlich nach da hinten. Boah, das sieht schon fett aus. Auch mit dem Riesenrad da hinten. Richtig geil. Kriegen wir zum Schluss noch was Schönes zu sehen hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, nochmal schnell hochgeheilt. Und auf in den Kampf. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt wenigstens ein ordentlicher Kampf wird. Also HP sind schon mal, glaube ich, von denen identisch. Schaden, den ich anrichte, auch ungefähr zum letzten Kampf identisch. Und sein Schaden ist leider auch identisch. Gut, da hätte ich auch meinen Digimon wieder wechseln können. Ja, das muss man halt immer vorher wissen, ne? Ist es jetzt richtig oder nicht? Gott. Aha. Genai ist auch wieder da. Rechtzeitig, um uns auszulachen. Oh. Jetzt geht's mal da hinten auf der Autobahn. Tut, tut. Gut. Die sind auch alle aufgewacht. Sehr schön. Na los, Gabumon, Agumon zeigt, was ihr könnt. Digitiert mal. Ich sehe schon seinen Schatten. Angewurmon ist auch schon am Start. Jetzt geht's hier aber mal
ganz schnell in die heiße Phase. Und ich hoffe, man hört von draußen nicht die Vögel zwitschern. Weil die sind heute auch schon so ziemlich gut am Start. Wow. Da sind sie alle. Ja, also das Spiel überzeugt immer wieder, ne? Grafisch kann man nicht anders sagen. Gut, dann lass mich mal durch hier. Aber ich hoffe jetzt, der dritte Kampf ist dann auch jetzt endlich mal der richtige. Erst wenn, nicht wenn das Licht umgeht, sondern wenn der angreift. Falls jemand einen Schlag überstehen sollte, ist das schon mal ein cooles Zeichen. Ja, das ist doch moderater Schaden. Und da hoffe ich einfach mal, dass das jetzt auch hier gut vonstatten geht. Ha! Schon mal Verteidigung gebrochen. Für zwei Runden, das ist schon mal schön. Und noch eingefroren. Besser kann's doch nicht laufen. Was ich noch frage ist, kann man eigentlich die... Ja, okay, hat sich glaube ich gerade erledigt. Ich wollte gerade fragen, können sich die Buffs oder die Debuffs eigentlich automatisch verlängern, obwohl die noch in der Wirkungsphase sind? Können sie. In der Tat geht das nicht gut. Oh, meine MP sehe ich gerade sind ganz schön low. Ich hoffe, das geht noch so auf. Ist da irgendwo da draußen ein Köter am Eskalieren? Ich hoffe, das geht auch so mit den Geräuschen. Erst die Vögel, jetzt der Hund. Das läuft fast darauf hinaus, dass ich wohl mit normalen Attacken die restlichen HP abzählen muss. Eieieiei, also meine Digimon sind auf jeden Fall nicht für lange Kämpfe ausgelegt. Ah, sehr gut. Mit einem HP überlebt. Vielleicht schafft man mal eine Attacke. Ja. Gut, gut, gut. Krieg ich hier nochmal was hin? Hallo? Jetzt nehmen wir. Komm, 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 komm. Boah, das gibt's doch nicht. Alter. Der hat's aber jetzt hier spannend gemacht. Huh. Badabum. Okay. Und jetzt geht's wahrscheinlich nach da oben. Ich schau mich mal um, mach nochmal einen kurzen Cut, weil hier kann man sich schnell verlaufen. Ja, ist wirklich hier oben. Und auch hier wieder
Kennt man gut diesen Platz aus DMO. Ist ja auch basierend, glaube ich, sogar auf einem realen Platz. Hier kam ja immer der Miotismon Raid. Beziehungsweise ist hier gespawnt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sind sie zurückdigitiert. Ja, und jetzt müsste es doch langsam wieder in die Digi-Welt gehen, oder? Wie sehe ich das? Alter, siehst du den Himmel? Gucken wir uns gleich mal an. Erstmal kommt die Regenbogenbrücke. Oder Regenbogenaufzug in dem Fall. Ach, jetzt sieht man es nochmal. Krass. Sobald ich mich ordentlich bewegen kann, gucken wir uns das auch mal an. Aber anscheinend hat Genai noch Mitteilungsbedürfnis. Wow, die haben die komplette Map dafür geändert, ne? Krass, krass. Oh, schön. Gut, dann geht's jetzt mal los. Ah, die hat ja so einen Titel. Den müssten wir doch jetzt auch haben, oder? Also, Miotismon ist ja besiegt. Ist das? Nee, das ist der vom Mountain. Das ist er auch nie. Ne, scheine ich nicht zu haben. Okay. Na, dann nehme ich jetzt. Ja, komm. Nehme ich den. Der sieht schön bunt aus. Oh, jetzt geht's los, liebe Leute. Und ich bedanke mich schon mal fürs Reinschalten und wieder dabei sein. Und für einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch wieder freuen. Du kennst das ja. Und dann, ja, geht's in der nächsten Folge dann auch los mit den Spiral Mountain. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. So. Okay, okay. Ja, dann geht's hier nächste Folge weiter. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Reinschalten und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.